Hallo Freunde und willkommen zurück zu EverQuest 2. In der letzten Folge sind wir hier in diese Schromba-Höhlen gegangen, haben dann eine Truhe gefunden, in dieser waren jedoch nur Hinweise und kein wirklicher Inhalt. Es muss hier in der Nähe einen Ort geben, wohin der Inhalt dieser Truhe gebracht worden sein könnte. Und natürlich habe ich mir das auch schon mal betrachtet, denn ich will ja hier nicht planlos durch die Gegend laufen. Da können wir gerade mal auf der Karte schauen, wir sehen uns hier. Aber wir müssen, wo müssen wir denn hin? Da unten, da leuchtet das X, da müssen wir da hin. Das heißt auch, wir müssen jetzt erstmal wieder aus dieser Höhle rauskommen. Ich würde sagen, wir probieren das mal ganz kurz. Und wenn das nicht klappt, dann porte ich halt direkt zurück. Aber momentan laufe ich einfach nochmal hier rum. Hier ist schon mal nichts. Da sind wir schon mal falsch. Ich glaube, es bringt wahrscheinlich mehr, wenn wir direkt zurückporten. So, aber ich gebe die Hoffnung noch nicht auf. Noch nicht. So, das ist doch dieser große Vorraum. Da geht es doch bestimmt dann wieder runter. Geht's hier weiter? Nee. Komm, Leute, das hat so keinen Sinn. Wir porten direkt zurück. Und zwar am besten... Wir hatten noch mal sowas wie Abreisen. Hier. Und tschüss. So, wo tauchen wir auf? Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich wieder am Hintern der Welt. Nee, stimmt gar nicht. Wir sind hier direkt vor den Höhlen. Ist ja super. Guck, da ist diese Schlucht, da geht's hier rein zu den Höhlen. Na, das ist doch prima. So, und jetzt nehmen wir einfach unseren Raptor und springen wieder, was das Zeug hält, zu unserem nächsten Ziel. Da oben vielleicht? Wir müssen da auf jeden Fall weiter. Ich schätze mal, da kommen wir vielleicht sogar hoch. So, hier. Ja, sehr schön. Moment mal. Doch, diese Wegspur, die macht mich manchmal wahnsinnig hier. Aber hier sind wir, glaube ich, richtig bei Orks. Da sind wir zu Hause. Und da ist der Tresor. Ey, der hat mich gebissen, dieser Tresor. Was ist denn mit dem los? Ich muss die Gegend nach Hinweisen absuchen, wie ich den Tresor öffnen kann. Ich gehe da jetzt nochmal. Komm, beißt mich hier der kleine Tresor. Sehr cool. Und wo gibt es jetzt diese Hinweise? Das ist jetzt wieder die Frage. Ich schau mal gerade, ich habe wieder auf meinem rechten Monitor die Beschreibung. So. Also wir sollen jetzt in einem anderen Zelt schauen, aber wo ist denn hier ein anderes Zelt da? Haben wir hier was? Nö, da ist doch gar nichts zum Anklicken. Ich steige mal hier von diesem Raptor runter. Der nervt mich momentan so ein bisschen. Normalerweise würden mich diese Orks alle angreifen, aber da sie wieder grau sind, wisst ihr ja schon, tun die mir nichts mehr. Ach, da sind noch viel mehr Zelte, alles klar. Und irgendwo da sollte es noch einen Hinweis geben. Was ist denn das hier? Die essen Ratten. Naja, es sind halt Orks, ne? Da kann man nicht viel mehr erwarten. Da ist eine Schriftrolle. Laut Befehl des Kommandeurs. Achtung, der experimentelle Tresorwächter ist geliefert worden. Aha. Und von nun an dürfen die Soldaten nicht mehr um das Zelt herumlungern. Sollte jemanden danach sein, den Wächter anzufassen, tut euch keinen Zwang an. Es wird euch beide Hände kosten und danach schlägt euch der Henker dann auch den Kopf ab. Es ist unmöglich, den Wächter zu verletzen. Nur Schrohlstaub kann das bewirken. Die Ringpanzerformel der Zwerge wird sofort überbracht. Der Aufbewahrungsort des Bauplans wird jedoch nur den Offizieren und den Spionen, die diese Information herausbekommen haben, mitgeteilt. So, ich muss die richtigen Stimmscheiben finden, um den Ork-Spionen Signale zu geben. Ah ja, und wir sehen hier schon da, diese Orks, die haben da so eine Feder. Das heißt, ich muss die jetzt einfach mal platt machen. Hier habt ihr keine Questgegenstände gefunden, aber wir müssen welche finden, und zwar 3 Stück. Dann probieren wir halt mal ein bisschen rum. Die halten ja zum Glück nicht viel aus. So, der hier noch. Ah, und das erste haben wir gefunden, sehr schön. Da ist noch einer. Der da. Und das zweite schon gefunden, sehr schön. Da oben sind auch noch welche.
Jawohl. So, da haben wir eine erste Belohnung bekommen. Signalgong Stimmscheiben. Drei kleine Scheiben, die aus verschiedenen Metallen hergestellt wurden. Jede Scheibe ziert ebenfalls ein Symbol, das Orkaugen in einem Dickicht darstellt. Ich muss den Knochenbrecher Signalgong mit Hilfe der Stimmscheiben ertönen lassen. Wenn ich wüsste, was sie damit wieder meinen hier. Ist unglaublich. Wir sollen jetzt den Gong läuten. Die Frage ist nur, wo? Ist es hier irgendwo eingezeichnet? Nö, ne? Ich gehe jetzt erstmal in mein Inventar. Mal gucken, wo wir das Ding haben. Wieso haben wir das überhaupt drei Stück? Warum haben wir überhaupt drei Stück davon? Und das können wir auch nur untersuchen. Beziehungsweise, was passiert, wenn ich mir das in so eine Leiste reinziehe? Gar nichts, da geht es auf. Super. Super. Oder es liegt daran, dass wir hier einfach am falschen Platz sind. Ich habe jetzt auf meinem rechten Monitor auch einen Wegpunkt stehen. Wir könnten ja wieder ein bisschen tricksen und ich gebe einfach den Wegpunkt ein. Aber ich denke mal, dass das doch hier irgendwo in der Nähe sein muss, oder? Die Frage ist halt nur, wie soll ich das finden? Ich muss den Knochenbrecher Signalgong mit Hilfe der Stimmscheiben ertönen lassen. Und wo ist dieser Knochenbrecher Signalgong? Gehen da nochmal hin. Das ist das mit der Truhe hier. Keine Ahnung, ich gebe jetzt einfach mal den Wegpunkt ein. So, warte mal. Läutet den Gong. So, das macht man hier so. Waypoint. Also slash Waypoint. Dann ist es die Koordinate 287,61, -154. Euer Ziel, aktuelles Ziel, liegt irgendwo in Richtung Osten. So, Osten ist da drüben. Oh, das ist wirklich ganz schön weit. Das hätten wir noch nie gefunden. Ich frage mich manchmal, wie man das, ohne zu bescheißen, alles wissen soll. Ich meine, in der Praxis ist es ja so, wenn man jetzt hier in dem Spiel spielen würde, man würde dann irgendwo im Chat fragen oder in der Gilde, ey, wisst ihr, wo das ist? Und irgendwo ist dann immer einer dabei, der das weiß. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn man das einfach so spielt, dann würde man doch für eine Quest wahrscheinlich 10 Jahre brauchen, um das zu packen, da man einfach überhaupt keinen Anhaltspunkt hat, wo sowas sein könnte. Zumindest geht mir das so. Vielleicht bin ich auch ein bisschen blöd. Das kann natürlich auch sein. Ich will das gar nicht abstreiten. Aber man sollte... Ich bin eigentlich kein Freund von diesen modernen Karten. Ja, mir gefällt das gar nicht. Früher, als man, keine Ahnung, zur Gommodore-Zeit noch, da musste man sich die Karten selbst zeichnen. Das ist eigentlich schön. Aber was ich mir wünschen würde, ist einfach mehr Informationen. Zum Beispiel hier bei dieser Quest. Ich muss die Knochenbrecher-Signalgong mit Hilfe der Stimmscheiben ertönen lassen. Da könnte doch dabei stehen, diese Stimmscheiben sollten sich irgendwo in Richtung Osten, ca. 200 Meter Luftlinie, befinden. Das wäre doch viel cooler. Da könnte man wirklich suchen. Und nicht so ein Schwachsinn wie das hier, wo man wirklich gar nichts weiß. Okay, bevor ich mich jetzt aufrege, wir sind am Ziel. Aber ich sehe hier trotzdem nichts, außer den Hintern von meinem Raptor. Warte mal, wenn wir hier hochspringen. Vielleicht ist das da unten hier. Ich gehe jetzt nochmal auf das Ding. Wir können das nur untersuchen. Gibt es hier nichts zum Anklicken oder was? Da ist so ein Baum. Das kann doch nicht sein, dass der Baum hier sein soll. Ihr seht es sogar auf der Karte. Das ist nämlich hier eingezeichnet. Euer aktuelles Ziel liegt irgendwo in Richtung Nordosten. Super. Hier ist doch was. Was sind das für Dinger hier? Drei kleine Scheiben, die aus verschiedenen Metallen hergestellt wurden. Jede Scheibe ziert ebenfalls ein Symbol, das Orkaugen in einem Dickicht darstellt. Aber diese Dinger hier können wir doch gar nicht anklicken. Wo das eher auch so aussieht wie irgendwelche Bienennester, ne? Und nicht unbedingt wie Stimmscheiben oder sowas. Nee, die hängen ja sowieso überall, das kann nicht sein. Warte mal, ich spring da mal jetzt hoch.
Vielleicht ist da oben was. Dann würde aber normal sagen, Ziel befindet sich über euch. Ach, da können wir auch wieder gar nicht weiterspringen. Da ist wieder diese künstliche Begrenzung. Hm. Was, wenn ich den tot mache hier? Komisch. Haben wir vielleicht noch was im Inventar, was wir übersehen haben? Sieht eigentlich nicht so aus. Zumindest am Ziel sind wir angekommen. Genau hier ist es eingezeichnet. Genau hier, wo wir stehen, ist es auf der Karte eingezeichnet. Jetzt ein Stück zurückgehen. Stumping the Crushbone Plan. Good place to find Crushbone Pornos. Was Pornos? Porns. Hm, ist doch komisch. Das verstehe ich nicht. Wir haben doch eben das Richtige eingegeben, oder? Hm. Läutet den Gong, damit sich die Ork-Spione verraten. Ich gebe das nochmal ein. Und es führt mich direkt hierhin. Das ist doch schon wieder eine Scheiße. Das gefällt mir nicht. Wir können jetzt hier, glaube ich, noch 2 Stunden um diesen Baum rumlaufen, aber wir werden nichts finden. Oder ich habe die falsche Koordinate eingegeben, das kann euch sein. Läutet den Gong. 287, ich gebe das jetzt nochmal ein. 287-61-154. Läutet den Gong, ey, wo ist denn da ein Gong? Ihr habt einen Gong, glaube ich. Hm. Auf dem Pilz vielleicht hier? Nee, da ist nirgendwo was. Können wir auch nicht hoch. Kann doch nicht sein. Es muss doch... Ich meine, eigentlich ist es ja auch unlogisch, finde ich jedenfalls, dass hier so ein Orkong steht, wo doch da hinten die Orks sind. Ich springe jetzt einfach nochmal zurück zu den Orks. Ich gucke mich da in dem Lager nochmal um. Irgendwas haben wir falsch gemacht. So, wir sind jetzt wieder bei diesem Orklager. Aber hier ist auch nirgendwo was, was aussieht wie ein Gong, den wir mit Hilfe dieser 3 Dinger irgendwie schlagen könnten. Hm. Zumindest aber ein echter Spieler ist hier. Chip, ja. Schön am Kämpfen. Ich suche nur den Gong. Lass die mal kämpfen hier. Ich suche nur den Gong. Wo ist er denn? Hier, das sieht so aus wie so eine kleine Waffenlage, aber nicht wie ein Gong. Hm, alles ein bisschen doof gemacht hier. Ich gehe jetzt nochmal zu meinem Tresor. Der macht auch nichts mehr, der Tresor. Kann man momentan gar nicht anklicken. Keine Ahnung, was da schon wieder los ist. Hm, ich finde hier keinen Gong. Ich krieg gleich einen an Gong, glaube ich. Ja, das erinnert mich wirklich an früher. Wenn man dann nämlich mal im Chat gefragt hatte und niemanden gefunden hat, der einem weiterhelfen konnte, dann ist man da genauso planlos rumgelaufen, wie ich es gerade tue. Überall sind diese Orks. Aber ist hier nirgendwo was, was aussieht wie ein Gong oder so? Vielleicht da unten? Weil da auch wieder so ein Zelt ist. Deswegen guck ich einfach mal. Was haben wir hier? Wo ist der Gong? Hier gibt es keinen Gong. Und da ist doch auch was. Was ist denn das? Das ist doch ein Gong hier, oder nicht? 3 Dinger. Schachbrett. Ey, was entdecke ich da für Sachen? Hier ist ein Gong. Ja, aber man kann es doch gar nicht aktivieren, ihr verdammte Hacke. Komisch, komisch, komisch. Ich habe hier diese 3 Signal-Gong-Stimmscheiben, aber ich kann sie weder aktivieren noch sonst irgendwas damit machen. Aber definitiv sind wir hier bei einem Gong. Und
per Drag and Drop funktioniert hier ziemlich spielisch. Also, dass man das vielleicht jetzt da drüber ziehen müsste oder so, auf gar keinen Fall. Ah, das ist doch bescheuert. Ich bin ratlos, Leute. Ich bin ratlos im Moment. Zumindest haben wir schon mal was gefunden, was irgendwie so aussieht. Auch wenn dieses Schachbrett hier ein bisschen komisch jetzt hier aussieht, aber gut, was soll's. Gut, es nutzt ja nichts. Ich werde mich jetzt mal offscreen wieder mal erkundigen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es dann heißt, den Gong schlagen und dann werden wir ihn auch finden. Also, macht's gut, bis dann.